Hallo, ihr Lieben, und viele Grüße aus dem Wald. Hier ist René von Outdoor Saxonia und dabei ist heute natürlich wieder der Dieter. Ich grüße euch. Ja, heute haben wir ein ganz spezielles Projekt. Wir bauen uns einen Zeltofen. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Heute geht's an den Ofen oder um den Ofen. Dieter hat sich einen Zeltofen gekauft. Und ursprüngliche Plan war eigentlich, dass wir uns ein Tipi damit winterfest machen, dass wir auch mal auf Wintertour gehen können. Schön mit Zeltofen kochen, schön im Schnee und so. Aus dem Tipi wird jetzt ein Zelt. Dieter wird sein älteres, größeres Zelt umbauen, ganz genau. Das machen wir aber nicht heute, das machen wir demnächst im nächsten Video. Da werden wir dann das so präparieren, dass wir da den Ofen reinbauen können. Heute, der Ofen ist geliefert worden, den bauen wir heute zum allerersten Mal auf. Genau. Das ist für heute der Plan. Dann entdecken wir gerade einen neuen Steinbruch. Der ist einfach wunderbar hier. Und dann wird natürlich gekocht. Gleich auf dem Ofen, logischerweise. Dann ist er auch gleich eingeweiht. Schöne Sache. Bei dir klappert zum Rucksack. Ob das wohl ein Ofen ist? Wie immer die Birken hier rumliegen in dem Wald, das ist schon Wahnsinn. Falsch abgebogen. Manche Menschen biegen falsch ab in ihrem Leben. Da ist er, der Steinbruch. Ist auch eine schöne Stelle hier. Aber mit dem Moos hier ist schon geil. Schöne Vegetation. Schmier nicht ab, Dieter. Ne, mach so. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Aber du weißt schon, dass ich eine andere Gewichtsklasse habe als du. Die dünne Birke hat dann ein Problem. Das ist auch wieder so ein halbes Lost Place hier. Ja. Ja, kannst du im Regen drunter stehen und machen und tun. Ja. Klappstuhl raus. Und dann kannst du es dir hier gemütlich machen. Übrigens neben unserem Steinbruch noch einen weiteren. Hier gibt es ganz viele Steinbrüche. So, bei dem bin ich heute tatsächlich zum ersten Mal. Mal eine erkunden. Wir laufen nur mal eine Runde rum. Und dann gehen wir wieder rüber zu unserem. Und dann widmen wir uns den Zeltofen unserem neuen Projekt. Bitte? Oh, Dieter, du suchst immer Strecken aus. Da hätte ich doch... Nee, alles gut, ich gehe außen rum. Du bist hier die Bergziege.
Was hat es mit dem Baumstamm auf sich? Das erschließt sich mir noch nicht so richtig. Überall solche, die müssen ja hart, oder, aber das ist doch ein Laubbaum. Da kommt doch nicht so viel. Ein Harz rausholen. Ja, die haben hier eine Schnur dran gemacht. Naja, aber was haben die denn mit dem Baum gemacht? Warum sieht das so aus, wie er aussieht? Na, die haben da ein Seilbahn gemacht. Guck mal, hier ist noch der Hocker. Okay, dann war das Seil hier gespannt. An diesem Nagel hier vermutlich. Ja, das hier ja, okay. Was immer das mal gewesen ist. Jetzt kommt die Sonne noch raus. Ist das nicht geil? Ich bin natürlich wieder viel zu warm angezogen heute. Dieter Dex hat gutes Wetter bestellt, hat mir das aber nicht gesagt, weil sonst hätte ich die Sommergarderobe rausgeholt. Sind zwar 1 Grad minus, aber gefühlt 10 Grad plus. Verrückt, ne? Manchmal hat man 10 Grad plus und die fühlen sich an wie 5 Grad minus. Aber heute ist genau umgedreht. Hier hast du überall Feuerstellen, dort, da unten, überall Plätze zum Verweilen. Bietet sich auch an, in dieser traumhaften, malerischen Landschaft. Herrliche Spots sind das hier, aber ein bisschen viele Feuerstellen. Würde mich nicht wundern, wenn hier gerade in der warmen Jahreszeit öfters mal der Förster vorbeikommt, weil ich bin sicher, die wissen das, dass die Leute gerne hier mal bitte Feuer machen und ihren Müll liegen lassen. Ja, und das sorgt dann dafür, dass die Gesetze immer mehr verschärft werden und die Strafen teurer. So, hier willst du es aber auch nicht abschmieren. So, jetzt finden wir hier auch noch einen Bunker. Was es alles so gibt in diesem Wald. Oh ja, voll der Stacheldraht in den Baum gewickelt, krass. Und was gibt es da drin zu sehen, Dieter? Ist okay, das sind noch 5 Leichen, noch, die sind schon seit 80 Jahren. Das Dach ist oben eingesinkt oder rechts hinten eingebrochen. Das war bestimmt der Wintereinbruch. Hier im Wald sind noch viele mit Mountainbikes unterwegs und die machen hier Querfeldeinfahren hier. Respekt, und hier ist so eine Rampe, also hier sind verschiedene Rampen. Hier ist so ein Trainingsparcours. Spannende Sache. Für mich wäre es nichts, aber macht bestimmt Spaß. Der Krankenhausaufenthalt macht dann weniger Spaß. Für die Ski willst du es machen, Fahrrad nicht. Nö, auch beim Skifahren mache ich das nicht. So Sprünge. Nein, 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 nein. So, da vorne ist noch die nächste Rampe. Einen Mountainbiker haben wir ja gerade schon gesehen, der hier lang fuhr. So, da die nächste Rampe. Alter Schwede, wenn du hier stürzt, dann hat es aber auch gehupt. Naja, guck es doch mal an. Also das sind mal locker. Ja, ungefähr 4 Meter würde ich sagen, bis darüber. 3,5 bis 4 Meter Sprung des Tanks. Musst du erst mal machen und unfallfrei schaffen. Ne? Von da drüben bis hier hin. Der Platz ist natürlich nicht so frequentiert, weil man ja bergsteigen muss, um hierher zu kommen.
So, jetzt sind wir am Platz. Jetzt wollen wir mal den Zeltofen erstmalig auspacken und dann zusammenbauen. Mach nichts kaputt, Dieter. Normal heißt, verletzt dich nicht, ne? Du machst nichts kaputt. Du bist ja genauso zu mir. Ne? Wenn ich hier gegen mit dem Kopf gegen einen Baum renne, ja, selber schuld. Oder wenn ich in der Metertiefe Löcher trete, hab ich dir doch gesagt, ja, das ist der Dieter. So, das machen wir jetzt in den Rucksack. Und so packen wir auch gerade aus. Das ist jetzt der Deckel für die Herdplatte. Oder für Nein, das ist für die Tür. Die Tür ist das, ah. Okay. Ah, nee, das ist der Aschefänger. Der Aschebecher. Das sehen wir gleich. Jetzt machen wir es weg. Jetzt stellen wir erstmal auf. Stiftet sie mal raus. Dann wird er nochmal arretiert. Gut. Ja, ist noch jungfräulich. So, hat verloren. Hat verloren. Gibt es auch zwei Stellungen dafür? Muss man mal gucken. Du bist ja der Experte für Stellungen. Also militärische Stellung meine ich jetzt. Und das sieht doch schon mal gut aus. Da habe ich doch gesagt, das ist oben da für die Herdplatte. Hast du gut erkannt. Siehst du, lag ich doch gar nicht so falsch. Wir brauchen nicht alle Rohre aufzubauen. Doch, wir wollen das jetzt genau wissen. Okay. Na, so kann es ja nicht sein. Ah, jetzt kommt da unten drin. Huch, habe ich mich verguckt. So. Und dann kannst du hier Ofen zumachen. Also kannst ein Stück aufmachen und wegen der Luftzirkulation, ja, okay. Luftzirkulation, jetzt ist er innen drin leer. So. Und ich denke, ein kleines Hölzchen kann man auch oben mal fix nachlegen, wenn man da oben aufmacht. Oder wenn man was auf offenem, die haben gesagt, wenn man auf offenem Feuer was grillen will. Naja, da musst du aber schon ordentlich Holz reinmachen, dass dann so viel rauskommt. Nee, so ein Stück Fleisch oder. Das fällt da rein, dann ist es. Nein, so Marshmallows oder so. Ja. Dann wäre es interessant, wenn das ein Gitteraufsatz wäre zum Grillen. Aber der wäre viel zu klein. Aber er macht erstmal einen guten Eindruck, würde ich sagen, der Ofen. Für das Geld, ne? Für, genau. Da kann man auch nichts falsch machen. Ja, das verbrennt. Das ist nicht so schlimm hier. Es brennt alles, Dieter, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Auch schöne raue Oberfläche. Ja. Es hat was. Ja, können wir es dann so verpacken. Okay. Da muss ich noch eine Bürste holen, wo man es richtig sauber machen kann. Man soll die Rohre immer sauber machen, so gesagt, damit der Ruß nicht brennt. Ordnung ist das halbe Leben. Ich sag ja, ist noch jungfräulich. Verbogen sind. Ne? Ja, das kann natürlich auch sein. So ist ja nicht komplett gerade. Das ist ja alles eine passgenaue China-Fertigung. Da, aber immerhin ist ein Rohre, ne? Ich habe da schon ganz andere gesehen, nur so dünnes Zeug, also was natürlich den. Jetzt zu. Ich mach's jetzt mal so offen. Ne, das ist das Ventil, genau. Das muss dann richtig. Na ja, das ist ja nur so ein. Also nicht zum Zumachen, das geht ja nicht, sondern nur zum Drosseln. Ich mache es auch komplett auf, damit die Luft kommt. Auf jeden Fall schön Abzug hat. Das passt schon. Ein falscher Tritt hier und man ist weg. Kommst du da überhaupt hoch, Dieter?
Da muss. Jetzt sollte man irgendwo hinstellen. Naja. Wo ist gerade? Da kann man noch die Heringe reinmachen. Den Wildbekäfer, da kann man vom. Ja, siehst du, dass das. Wenn du nachher dieses Endstück dir noch holst oben, dann zum Abspann, weil ne, das eiert nämlich dann auch hier rum, wie du siehst. Das ist ein ordentliches Gewicht hier. Ne? Ja, das kann man mit, das machen ab. Klar, der Vorteil. Ja, hier hat man wenigstens ein richtiges Ofenrohr. Das ist mal locker ein Millimeter. Also das ist. Ja, der ganze Ofen wiegt nur 9 Kilo oder knapp 10 Kilo. Das ist einer der leichtesten, die es da gibt vergleichsweise. Und hat auch eine relativ große Fläche. Also auf Herdplatte, wenn man so will, wo man drauf kochen kann. Da gibt's ja Öfen, da kannst du ja gar nichts draufstellen, außer eine Tasse. Hier kannst du richtig eine große Pfanne draufstellen, einen großen Topf. Und massives Ofenrohr. Es gibt ja auch so Öfen, die haben nur so, eigentlich nur so aus Metallfolie ist das nur. Das Vorteil ist natürlich extrem leicht. Nachteil natürlich, du kriegst nie richtig dicht. Und wenn da ein bisschen Wind geht, wedelst dir das Teil weg. Aber wie gesagt, wenn man die Funkenflugbremse oben drauf macht und die hat ja diese Haken dran zum Abspann, dann kann man das noch ein bisschen ausrichten. Ja, aber macht da erst mal einen guten Eindruck. Ja. Tragegriff, das ist gut. Ja, super. Ich habe den immer hier geholt. Na, da schaust du in der Röhre her. Ich dachte, ich sehe nur auf Bildern so klein aus. Das ist ein bisschen zu hoch für dich, ne? Soll ich dir einen anderen Baum in deiner Größenordnung suchen? Ja, ist jetzt nichts. Dieser? Ein Baum in deiner Kategorie? Ja, naja, macht doch schon mal einen schicken Eindruck, dieses Teil. Also, du hast jetzt für dich hast du keinen Stuhl dabei, ne? Nee. Mach ich das woanders. Weil ich ja weiß, dass hier zum Hinsitzen ist. Also hier eine Bank ist, deswegen. Aber das schaffen wir zusammen. Zunder, ganz wichtig. Ich habe sonst noch so ein Feuerbällchen mit, aber wir haben vielleicht gar nicht brauchen, oder? Wir probieren das mit Zunder. Das ist natürlich. Mal gucken, ob das halbwegs in der Mitte trocken ist. Naja. Klitschenass, das Holz. Ja, innen drin, klitschnass, sage ich. Ganz vergessen. Drin alles klitschenass. Hier ist alles nass. Jeder Baum. Innen drinnen. Mach mal ein Feuerchen. Näher ran. Geh mal richtig drauf mit dem, ja. Jetzt nur aufpassen, dass nicht wieder ausgeht. So ein bisschen was habe ich an trockenem Holz dann für dann wieder zum Nachlegen. Also die Rinde brennt gut. Ja, wenigstens was. Man kann ja mal hier so genau schon mal. So kleine Stöckchen hast du hinter dir? Hinter mir? Ach, du meinst, das ist alles nass. Hier, das wird alles nicht brennschätzig.
So, mehr Holz habe ich aber auch nicht. Wenn das noch durchgebrannt ist, war es das. Erstbetrieb. Da steht da drin, erstmal Feuer warm machen, damit der Lack aushärtet. Ich nehme mal meine Säge runter, nicht, dass die wegschmilzt. Ofen, Feuer brennt. Mehr schlecht als recht, aber hier ist alles nass. Ich habe gerade mal versucht, ein paar Holz zu besorgen. Aus stehenden Bäumen. Innen drin furznass. Also so ein bisschen was habe ich mit am trockenen Holz, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne? Wir wollen jetzt ein bisschen was braten gleich. Das klappt natürlich nur, wenn das Feuer brennt. Nein, weil ich habe die Tasche nicht mit. Ich habe also kein Spiritus, also das habe ich da drin alles. Das habe ich jetzt nicht mit, nee. So, gucken wir mal, ob das Holz ausreicht, um unser Essen so, wenn ich jetzt die Luft zumache, dann... Na, wenn es dann zieht, dann ist... Na ja, gut, wenn es offen lässt, ist da drinnen mehr Alarm. Dann ist der Alarm. Lieber zwei Damen im Arm, als zwei Arme im Darm. Eieiei, ja. Die sind mit Darm, die Würste, wenn wir gerade beim Thema sind. So, na, da bin ich ja mal gespannt. Die Pfanne wird warm, aber ob es heiß genug ist für... Das Speck muss schon brutzeln. Na, hier ist noch gar nichts. Scheiße. Na, da müssen wir unten richtig Feuer geben. Wenn das nur so ein bisschen... Die ganzen, wenn die Teile nachher alle brennen, können wir das Große reinhauen. Und dann ist da drinnen Alarm. Okay. Wir sollten nur, weil das ganze Feuer spielt sich mehr oder weniger hier vorne ab. Brauchen wir noch mehr Speck oder reicht das hier? Na, du musst wissen, wie viel du essen willst. Du isst doch mit. Ach, ich esse mit. Ach so, naja, komm. Ja. So, mal gucken, ob das da anbrennt. Es ist das maximale Holz drin. Mehr ist nicht, das muss reichen. So, und da müssen nur noch Eier rein, ich denke. Na gut, die Farbe sind ausgeperlt, das wird noch Ding. Jetzt will ich nur hoffen, dass das Feuer reicht. Dass das Holz reicht. Sonst haben wir das nachher alles lauwarm oder kalt und können nichts essen. Dann haben wir einen Hauptgewinn. Ja, aber wenn man nichts gefrühstückt hat und gleich rausgegangen ist am Morgen, dann ist es so. Eine Gabel, nimm doch eine Gabel, mit der Gabel schön zu verrühren. Da geht es mit dem Löffel, ist das, ja, naja. Du hättest den Speck vielleicht vorher ein bisschen anbraten lassen sollen. Gut, braten ist halt auch schwierig, wenn das Feuer noch nicht so. Ja, eine Frage. Ich habe jetzt aber keine Gewürze mit, kein Salz und so, ne? Hast du mit? Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zu viel Salz ist eh nicht gut. Ja, das wird eine Weile brauchen. Das Schöne ist, das Geschirr bleibt sauber. Also die Pfannen und so. Ist nicht schwarz unten dann. Naja, ob das was wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Koch ist der beste Soldat. Wenn ich mir für die Liebe. Tja, die Roster brauchen wir. Ob das heute klappt, das Holz ist so gut wie durch, müssen wir schauen. Wir haben nämlich zu wenig Holz mit. So, jetzt brauchen wir gar nicht mehr was. Nee. Was noch die Buschen oder die kann man aufklappen. Sparkly shiver on our skin, restoring everything within.
dafür noch was wird. Ja, ist halt blöd, mit zu wenig Holz. Aber naja, brennt nämlich ordentlich schnell durch. Aber das dachte ich mir schon fast. Ach, der Ofen macht doch einen guten Eindruck. Da bin ich ja froh, dass du noch einen mitgebracht hast. Das ist doch kein billiges Trompetenblech. Der Ofen macht einen guten Eindruck. Absolut. Kaffee braucht noch ein bisschen. Oh, die Bratwürste sind fast gut. Wenn wir Glück haben, reicht das Holz auch noch, dass es Wasser heiß wird für den Kaffee. Aber sieht gut aus. Dann haben wir echt bis zum letzten Krümel Holz, haben wir echt alles gebraucht, um die Eier... Ich habe den Glück gemacht. Nee, die ist Spalt offen. Also die ist... Nee, oben am Rohr. Am Rohr? Nö. Also da muss man dazu machen? Kannst du. Und was ist dann? Brennt das dann besser? Schlechter. Aber dann brennt das Holz langsamer. Naja, ja gut. Aber wir brauchen jetzt hier Spruze, weißt du? Ja, also wir sind sehr zufrieden mit dem Ofen. Ich muss ehrlich sagen, für 129 Euro bei Amazon. Oder Campfeuer. Ist bitte? Oder auf der Webseite Campfeuer. Oder bei Campfeuer heißt das Modell wohl. Also wir haben einfach geguckt, was nicht viel kostet und was eine relativ große Fläche hat, wo man viel draufstellen kann zum Kochen. Weil wir wollen ja kochen damit. Übrigens auch gerne mal ohne Zelt. Einfach das Ding hinstellen und kochen draußen. Da bleibt das Geschoss sauber. Ist eine schöne Sache. Oh, das Wasser kocht. Ich gehe kaputt. Ja, und mit 9 Kilo oder knapp 10 Kilo, eins der leichtesten Zeltöfen überhaupt, einmal frei. Kann man also auch tragen. Das Wasser kocht. Genial. Wir haben unseren Kaffee. Den ersten heute. Bratwurst ist gut. Kaffee zieht gerade. Sonntag ist gerettet. Schaut euch mal den Ausblick an hinter mir. Sonne. Genial. Geht aber auch relativ schnell wieder zusammen, auseinandergebaut oder zerlegt. Eigentlich musst du ja gar nichts abbauen oder anbauen. Du machst ja einfach nur, du klappst es rum und fertig. Das Einzige, was gebaut werden muss, ist das Ofenrohr, was reingesteckt wird. Oder? Ja. Ja, simpler geht's ja nicht. Hier musst du halt nur, wobei der Deckel fällt eigentlich auch nicht ab, da ist er da eingerastet, ne, oben. Durch die Halterung. Ja, ne, das ist doch simpel. Simple Sache. So ihr Lieben, ja, die Abendsonne kommt jetzt richtig raus. Es geht auf 16 Uhr zu, langsam wird es dunkel. Ofen haben wir heute das erste Mal aufgebaut und getestet. Obwohl wir wenig Holz hatten, hat es gereicht. Und oh, lass es mal zur Sonne gehen, das ist ja wirklich, wir wurden ja blind. Ne? Ja, also der Ofen einmal frei, erfüllt voll seinen Zweck. Ich bin total begeistert. Ich auch. Ich denke, wir werden noch sehr, sehr viel Spaß haben. Wir werden noch sehr, sehr viel kochen damit. Und vor allen Dingen auch heizen. Gerade wir wollen nämlich auch mal eine Tour machen. Mal gucken, ob wir nochmal Schnee kriegen jetzt in diesem Jahr. Und dann geht's auch mal raus mit dem Zelt. Das Zelt wird als nächstes präpariert. Ne? Dieter, sein Zelt bauen wir um für den Einsatz mit dem Zeltofen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und ja, und dann geht's rund. So, wir gehen jetzt zurück. Noch ein Stückchen hier durch den Wald müssen wir bergauf, bergab zum Auto. Und geht zurück in den Keller. Und dann geht's heute nochmal in den Buschkraftkeller. Ne? Feierabendbier und ja, bisschen klönen. Also, euch eine gute Zeit, schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. So, dann nehmen wir mal das Pfennli ins Händli, weil es voll Fettli. Und du schnappst den Ofen und dann geht's los. Ich denke, so ist gut, das Ding dann so zu tragen, dann, wenn er noch ein bisschen warm ist. Lässt sich doch gut tragen, oder?
Na gut, dann auf geht's. Ja. Da sparst du dir einmal hoch und wieder runter, bevor es wieder hochgeht. Easy, easy on her tiptoe.